Ja, was haben wir denn da überhaupt? Ein Peacock, was ist denn ein Peacock nochmal? Es sieht aus wie ein V, ich schätze ein V. Ein V, okay, eine okay, Eule, okay. Ein Schwan. Tukan. Ein Woody the Woodpecker. Ein Specht, also einen amerikanischen Woodpecker. Und genau. Einen Ara wahrscheinlich, ja. Ein Papagei und einen Tukan. So, und die bauen wir jetzt auf. Wir haben die Wangi gebaut. Ich habe von Wangge irgendwie, ich glaube, sind ja. Diese, ist der große Bursch, also der mittlere, der graue, war der nicht auch von Wangge? Kann sein. Also ich habe diverse mit den Ketten Sachen, ich habe diverse Sachen aufgebaut, aber bisher immer nur Architektur, glaube ich. Genau, richtig. Und diesen Bursch meine ich, den ganzen Grau. Ja, eben jetzt bauen wir halt mal Vögel. Also zumindest, ich meine, wir sind zu fünft. Timur, Dirk, Jo, Tamara, ich und das sind sechs Tiere. Also dann machen wir jetzt, also wir den jetzt über Arm drücken quasi, ja. Wer was bauen darf, ja. Ich würde eigentlich sagen Ladies first und schnapp mir die Eule. Zu spät. Bei Ladies first. Nur weil du lange Haare die Dame mit den längeren Haaren hat quasi zuerst zugegriffen. Ja, dann. Dafür nehme ich für den V. Oh nein, den wollte ich haben. Im Übrigen, ich kann die hier nur empfehlen. Es gibt ja noch eine zweite, also das musst du wissen, Herr Einkauf. Boah, dann nimmt er sich, ich habe gedacht, das ist ein Baum. Wir haben ja noch Bremer, von denen sechs weitere. Oh, dann nimmt er sich den. Dann will die Tamara bestimmt den. Ach, die hat ich die Eule. Schon eine Eule. Dann kriegst du. Naja, wir haben ja auf jeden Fall von denen noch sechs weitere Vögel. Und ich hatte die mit dem Niklas zusammengebaut. Sehr entspanntes Bauen, was ihr gleich sehen werdet. Hier ist immer eine Karte dazu drin, zu jedem Vogel. Mhm. Und diese Karte hat auch einen Scan-Code, den man mit dem Handy. Kriegen wir das auch? Ja, so okay. den man mit dem Handy einscannen kann. Und dann kommt ihr auf eine Website, wo nochmal alles zu dem Vogel steht. Soll das, ein gemeinsames Bauen oder ein Bauwettbewerb sein? Diese Kärtchen meine. Da liegt ein einzelnes. Marco, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben heute für euch ein Vögel-Battle. Wer zuerst mit dem ersten Vogel fertig ist beim Bauen, der hat gewonnen. Und ich würde sagen, vier Produktentwickler, einmal der Einkauf, der Herr Marco. Let's go! Ich finde alle großzügig. Das wird immer großzügig. Also mit dem Bau noch nicht, ne? Da müssen wir jetzt hier, das müssen ja faire Bedingungen getragen werden quasi. Mit erschwerten Bedingungen. Mit faire Bedingungen. Ja, und vor allem für Marco. Ja, also warum er da sitzt, wo er sitzt. Was ist das? Was ich übrigens vorhin meinte, das sind diese Karten. Das finde ich immer sehr, sehr schön an diesem Set. Man hat einmal hier vorne nochmal das Produkt drauf und hinten dann nochmal den Vogel, in dem Fall die Eule an sich. Dann gibt es hier unten, hier vorne gibt es einen Scan-Code. Also, wenn ihr den abscannt, kommt ihr auf eine Seite, wo nochmal alles, wo nochmal die wichtigsten Informationen zu den Vögeln dran stehen. Das finde ich sehr schön gemacht. Auf Chinesisch oder auf Englisch? Auf Englisch. Oh, nice. Okay, Leute, jetzt wird's ernst. Seid ihr bereit? Ja. Hände auf die Anleitung. 3, 2, 1 und beim Bricktone geht's los. Schon geschickt dahin gesetzt, wo meine Teile hinrollen wollen. Was denn? Ich werde auch eins deiner Teile verbauen, dann findest du es nicht. Und ich habe schon einen hohen, hohen Vorsprung. Perfide Taktik. Wir können, ich glaube, dir ist da gerade was runtergefallen. Mir? Ja. Nein. Ja. Du lenkst mich nur ab. Nein, hör auf damit. Die Idee ist nicht schlecht, um mich abzulenken, aber in diesem Fall dachte ich tatsächlich, dass es runtergefallen ist. Das ist total unfair von dir. Also ich hatte ja schon mal einen solchen Battle und ihr könnt froh sein, dass der Niklas nicht mit dabei ist. Ich gebe schon auf, ich gucke einfach mit. Weil dann wären wir nämlich alle geliefert. Ich möchte an dieser Stelle an meine unterirdische Performance beim Weihnachtsbaum-Bau-Battle erinnern. Du willst also sagen, wir haben schon geklärt, wer verloren hat. Weihnachtsbaum-Bau-Battle? Weihnachtsbaum-Bau-Battle, genau. Weihnachtsbaum-Bau-Battle. Ja. Gucken wir auch an die Baufehler an, ja? Nein. Nein. Baufehler. Baufehler, keine Baufehler.
Scheiße. Vor allen Dingen hast du dir halt ein Set geholt, 150 Teile, bei mir ist es 177. Und der Marco hat sich geschickterweise eins mit 100. Was? Oh, weiß ich? Habt ihr den Sockel schon fertig? Was ist denn mit euch? Kein Kommentar. Aber ich habe ja nicht geguckt, wie viele Teile das hat. Das würde ich auch behaupten, wenn ich geguckt hätte, wie viele Teile ich habe. Übrigens, wer sitzt hier eigentlich noch so an unserem Tisch? Ich glaube, das ist ein unbekanntes Gesicht. Der Tibor. Meinst du mich? Ja. Ja. So unbekannt bin ich nur auch wieder nicht. Aber bei uns im Team nicht. Nö, also das ich kenne dich schon nicht. Und es gibt so ein paar Leute, der Tibor war schon mal im Showroom dabei und hat das ist fleißig richtig, geholfen, ja. Sets aufzustellen. Oder zu putzen. Und zu putzen. Okay, cool. Genau, in Weiterstadt. Ja. Eigentlich noch war auch spaßig, muss ich sagen. Aber wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, dann geht das wie von selbst. Mit ausreichend Irren. Mit ausreichend Irren, genau. Ja, und du bist ja jetzt seit April bei uns. Genau, ja, das ist korrekt. Der Jo hier auch. Das ist korrekt. Und ich habe bisher jeden Tag genossen. Das würde ich auch sagen, wenn ich noch in der Probezeit wäre. Ja, gut, es hat tatsächlich aber nichts mit der Probezeit zu tun. Ja. Ja. Der Taktik scheint schon auf. So, ich glaube, ich habe gefehlt. Ach nein. Erst mal aufs Set. Das würde ich auch behaupten, wenn ich langsam wäre beim Bauen. Hallo? Was, hallo? Ich bin halt langsam, aber dafür. Das ist aber ziemlich uneben. Ja, wenn ich das sehe, sind die Achobs das auch. Nein. Wie nein? Doch, doch. Also die Farbwiedergabe auf der Anleitung ist auf jeden Fall schon mal spannend. Ja. Da hat man... Du hast ja, aber es sind nur wenige Teile, von daher ist dann schon relativ klar, was es wohl sein muss. Du hast auch schwarzen Türkis? Bei der Basis? Nö. In der Anleitung. Achso, ja. So, Pflanzenteile. Wie schnell seid ihr denn eigentlich alle? Ich bin ganz nervös. Das ist ein Fehler. Wann werden eigentlich die Snacks gebracht? Keine Ahnung. Hier gehst du mal holen. Ja, Snacks? Gibt doch Snacks, oder? Oder kriegen wir keine Snacks? Ja, geil. Ich dachte, jetzt hier, wo wir so einen Außendreh haben, kriegen wir auch Snacks oder so. Keine Snacks? Sehr schön, was Snacks? Keine Snacks? Also Snack ich hätte gerne Tequila Sunrise, geht das? Das ist ein Snack für dich? Natürlich. Macht mir schon Sorgen. Jetzt verstehe ich, warum für dich jeder Tag gut Tja. Warum er jeden Tag in der Produktentwicklung genossen hat. Moin zum Neuen schon Tequila Sunrise. Ein bisschen Spaß muss sein. So, jetzt bräuchte ich Niklas, weil der ist so ein Trüffelsucher. Trüffelsuchschwein? Ja. Mir fehlt ein 1x2 Slopen. So, mir fehlt ein 1x1 Roundbrick. Hast du einen übrig? Finger weg von meinem Haufen. Ist hier alles. Ja, jetzt war es dein Haufen. Finger weg von ja, weil ihm fehlt ein Teil, weißt du? Und vorhin hat er schon vorgebaut, indem er gesagt hat, ich glaube, dir ist da ein Teil runtergefallen. Ja, das ist ja, das, was genau. Mir fehlt. Ja, ich glaube, wahrscheinlich schön ist hier irgendwas ist runtergerollt. Wirklich, ist es durchaus möglich. Ich schmeiße meine Teile zu dir. Jetzt zu Marco, der hat seinen perfiden Plan ja schon angekriegt. Ich hab keine Ahnung, ich zieh da wahrscheinlich schon verbohrt. Warte mal ganz kurz. Doch, ich mach mal hier ganz kurz. Stopp. Wie kann das sein, dass derjenige, der im Einkauf sitzt, am schnellsten ist? Ich muss mir auch Sorgen machen. 45 Jahre Bauerfahrung, ich weiß nicht. Ja, oder aber wir haben dieses typische Produktentwickler. Ding bei uns noch. Ja. Achso, ihr macht euch nebenher Notizen, wie man die Bauanleitung verbessern könnte. Wenn du aufgibst, fängst du dann an, meine Konkurrenz zu sabotieren. Wir dürfen den Marco bei solchen Sachen dann mitnehmen. Das ist frustrierend, meinst du? Das ist wirklich frustrierend.
Weißt du, er hätte ja jetzt einfach mal so kollegial sein können und mal langsamer bauen können, aber nein. Seien wir ehrlich, würdest du es nur ums Gewicht. Nein, natürlich nicht. Da kommt's raus. Es geht ja auch nicht um mich, es geht ja um den Marco. Ja. Ich baue langsam. Okay. Ja, ist nicht wahr. Also diesen Teil in Farben dabei, die habe ich noch nie gesehen. Weder die Teile noch die Farben. Welche denn? Du willst mich nur ablenken. Dunkel, ja. Hier so eine Rundfliese mit Seaclamp. Das kann ich nur als eckig. Hm. Als ich deswegen verlieren sollte, das ist Tamaras Schuld. Natürlich. Sind wir uns da alle einig? Jetzt könnte ich ja was sagen, aber nein, die Frauen sind nicht immer schuld. Ich habe einen Teil verloren. Für gewöhnlich ist ohnehin Dirk schuld. Was? Hä? Wieso? Boah, jetzt kommt. Gar nichts, ich hab gar nichts gemacht, lass mich. Das ist meistens das Problem, dass du gar nichts gemacht hast. Wow! Wow! Wow. Das ist schon hart. Das ist, ja. Das tut mir auch ein bisschen weh jetzt, gell? Ich tröste dich. Ich nehm dich nachher mit zum Janida. Oh, das ist. Ich hab nichts zu essen dabei. Das ist jetzt ja ein schöner vorzusorgen. Ich muss mal eben auf die zweite Seite der Anleitung. Das war ja übrigens auch voll die krasse Melodie. Ich bin James Bond. Ja. Und was hältst du von Van Gogh? Van Gogh? Ich baue eigentlich selten. Dabei haben wir doch so schöne. Das ist richtig. Also wir haben ja wirklich viele. Aber das Problem dabei ist immer, wenn immer ich tolle Sets nach Hause schleppe oder ich gehe, oh guck mal Schatz, was für tolle Sets gibt. Dann sage ich, ja, aber wo willst du das hinstellen? Hast du es schon ausgeschatzt, ja. Wo willst du das hinstellen? Das ist so das Totschlagargument. Das ist richtig. Wo willst du das hinstellen? Und dann sage ich, ja, da brauche ich das Gästezimmer für. Nee, tatsächlich nicht. Es gibt auch Menschen, die haben noch dein Zimmer. Es gibt doch Menschen, die haben keine Kinder. Das auch. Siehst du? Haben sie dafür dann mehr Noppensteine? Mit ziemlicher Sicherheit, nicht. Weil von den Noppensteinsets, die ich meinen Kindern geschenkt habe, ist die Hälfte sonst wo verschwunden. Also die Teile, nicht. Und da fragt man sich schon, wie verliert man von so einem Traktor einen Reifen? Das waren nicht die kleinen, sondern die großen. Ist nicht einfach. Ja, aber die kriegen es hin. Also der Kopf ist schon süß hier. Er sucht Streit. Marco, ich glaube, da hinten hat gerade jemand nach dir gerufen. Geh doch mal gucken. Oh. Verdammt, ich habe einen Teams-Call. Ich muss mal kurz weg. Ich habe übrigens nicht mal die geringste Ahnung, was das für Farben sind. Also Sand Blue erkenne ich und Blau auch, aber es ist das andere. Türkis? Light Aqua? Marco, du baust das seit 40 Jahren. Das könnte Dark Azure sein. Ist Dark Azure nicht blau? Ja, vielleicht ist es auch eine Farbe, die nur Wang Gu hat. Wang Gu. Wang Gu. Auf jeden Fall finde ich diese Vögel sehr süß. Die gibt es ja, glaube ich, als Set, so wie wir es jetzt haben, ne? Bei uns im Online-Shop. Da sind dann jeweils 6 Vögel drin. Ja. Und wir haben 2 Sets davon. Also das andere Set hat natürlich andere Vögel. Aha, und dann gibt es die aber in unseren Stores auch einzeln zu kaufen. Stille. Sagt der vor mir ist. Richtig, Marco? Ich glaube, in den Stores sind die einzeln zu haben. Ja. Das ist faszinierend, dass du da mithören kannst. Mich dissen? Jahrelanges Training. Ich habe die Videos von dir und Micha gesehen. Ah, Micha ist ein feiner Kerl. Wo ist der eigentlich? Der arbeitet. Das Studio trocken. Ja, hoffentlich. Ja. Ich meine, es ist ja schön hier draußen, aber im Winter... Könnte es also etwas zugig werden, wenn es jetzt sonderlich warm wäre. Genau. Das darf man alles nicht so eng sehen. Was? Ja, hier mit dem Kalde und so, ich finde es angenehm. Aber du, das Studio hat schon seine Vorteile. Und das Studio hat ja auch echt, also wir haben ja wirklich viel da drin gedreht, auch wenn es jetzt nur 2 Jahre alt ist. Ja, ihr. So. Okay. Wer so sagt, ist fertig.
Guck dir das an, der hat noch 5 Teile. Also Margot baut außer Konkurrenz. So, wie viele Teile hast du gebaut? So wie viele Teile hast du? Dir? Ja, noch ein paar, aber trotzdem. Also ich habe 177 Teile. Also bei der einen Firmenweihnachtsfeier vor ein paar Jahren habe ich nichts gewonnen bei dem Bauwettbewerb. Der Bauwettbewerb bei Firmenweihnachtsfeiern? Ich war krank, ich war nicht dabei. Nee, der Klassiker. Die Teile sind noch, die ich brauche, in den Tüten drin. Und was lernen wir daraus? Immer die Tüten überprüfen. Richtig. Anfängerfehler eigentlich, ne? Ja, ich glaube, ich wäre dann mal fertig, ne? Wie bitte? Ja, darf ich mir ein 1x3er klauen? Nee, ich sag. Ich kann nicht weiter. Dafür lachst du auch. Also, dass ich den nicht bauen wollte, dass ich den unter gar keinen Umständen genommen hätte, selbst wenn er, also wenn auch zwei übrig gewesen wären, hätte ich egal was anderes genommen. Das war mir bei diesem Frauengefieder klar, aber... Aber er ist auch fast fertig. Guck mal hier. Alter, was ist denn mit euch jetzt? Ich will wenigstens Zweiter werden. Ich hab ja wenigstens schon Vierter. Bei mir sind zumindest mal die... Stimmt, war's schon. Die Klauen. Ich baue jetzt das Gefieder. Wahrscheinlich helfe ich mir. Ja, aber ich suche einen Teil. Hast du ein 1x3er in schwarz? Nee. Ein 1x3er in schwarz? Ja. Warte mal, das ist... Ach, siehst du mal, das ist dunkelbraun. Ja, das soll dunkelbraun sein wahrscheinlich. Weißt du, wenn man nicht gucken kann... Dann dabei hast du schon deine Brille auf. Ja. Au. Gut, ich hatte perfekte Lichtbedingungen. Bei mir war die Anleitung immer in... Außerdem rollen meine Teile ständig zu dir. Hilf mir mal, das ist gemein. Ich leg dir die Teile raus und du baust so eine Schrift. Da? Hier, wo sind wir denn gerade? Komm mal hier, der Bam! Fantastisch. Und irgendwie bleiben da noch haufenweise Teile übrig, aber tatsächlich ist es fertig. Hat der Schwan in seinem See Tannenbäume? Ja, das ist vielleicht der Tannensee bei Wangi so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das aber auch nur so perspektivisch zu sehen. Hier ist ja eine schöne Zeichnung quasi drauf. Nochmal das ganze Set gezeichnet. Und man sieht ja im Hintergrund die Bäume. Vielleicht ist das so perspektivisch in der Entfernung ein Nadelwald. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es sind Tannenbäume. Du bist in der Wasser. Hauptsache, du bist das Putzige daran finde ich aber eigentlich die Babys. Also eins sitzt auf ihm, ist das so? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist es auch King Swan. Also so transportieren Schwäne ihre Babys auf dem Rücken? Ich weiß es nicht. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber finde ich putzig. Also die Babyschwäne, mein Gott, wie sieht denn das aus? Wie habe ich denn das gebaut? Also muss ich jetzt hier wirklich noch mal ein bisschen drücken und machen und tun. Und so, guck mal da, jetzt ist es besser. Ja. So, was? Jetzt so, fertig. So mache ich es übrigens immer. Oh, ich habe seinen Kopf abgerissen. Oh nein, ich habe den Schwan. Ja, geköpft. Mit wem baust du zusammen? Beispielsweise mal mit meiner Frau. Sie baut und ich lege Teile hin oder andersrum. Das geht wunderbar zusammen. Genau, ja. Cool. Das finde ich eigentlich auch immer schön dann. Zusammenbauen. Ich habe mit meiner Frau damals zusammenbauen. Ich habe mit meiner Frau damals den Leuchtturm gebaut. Das ja. Ich konnte sie leider nicht davon überzeugen, sie macht die ersten 4 Bauabschnitte vom unteren Teil nicht mehr das oben. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Hast du die Teile schon? Bei dir bleibt auch was übrig, hm? Ja, ich baue ja auch. So ein bisschen was. Komm, wir legen sie zusammen, die Teile, die übrig bleiben. Weißt du, und dann bauen wir uns noch einen Vogel draus. Wir bauen uns einen großen Vogel. Einen großen Vogel, genau. Das ist so ein Fireplay-Tool-Ding. So ein Transformers-Set quasi. Das ist jetzt irgendwo hier unten. Hahaha, Marco, du weißt schon. Achso, er ist ja schon fertig. Ja, Marco ist schon längst fertig, das ist meins. Ja. Wieso habe ich mir die Vogel ausgesucht? Das ist jetzt gerade echt schlecht. Ich sehe es. Das ist orange. Ah, da, ja, aus meiner Perspektive Gott müssen erzählen. Ja, weil du auch mit dem Augen was über der Tischplatte warst. Was ich zeigen wollte, jetzt ist es natürlich dreckig. ihr habt hier einen normalen Brick und ich finde die Teile hier so toll, die halt wirklich nur 2 Plates hoch sind. Ja, es ist jetzt dreckig, weil es auf dem Boden lag. Ach ja. Hallo. Ah, die sind toll. Nächste Teile. Achso, nächste Teile, bist du fertig? Okay. Oh, die sind ja auch toll. Mensch, Curved Sloves, die auf 2 Seiten so spitz zulaufen. Ich meine, kann man auch mit 2 Teilen machen. Ja, aber ist nice. Das ist mit den Doppelklauen. So ist das wenigstens aus einem Guss.
Du bist hier, ne? Du suchst sie dir schon selbst. So, ja, einen habe ich mir selbst gesucht, weil hatte sonst keine. Ja, sorry. Was baust du eigentlich? Ach so, du baust den ich dachte schon, ist das alles, was du bisher hast? Aber hier liegt der rum. Die Arbeit. Hier liegt. Was heißt hier, was hier die Arbeit? Ach guck mal, da ist unser sechster Mann. Solltest du nicht das Studio trockenlegen? Was ist mit euch? Du hast noch Chancen. Du kannst es noch schaffen. Los. Du kannst noch. Hier, guck mal, wir sind hier gerade ganz am Anfang. Das würde für euch sehr peinlich werden, weil ich euch noch überholen werde. Wirklich. Micha, schwierig. Ja, würde ich auch sagen. Schwierig. Wenn drei, die fertig sind. Was stimmt mit euch zwei nicht? Guck mal. Ja, natürlich. Eine Fünferplay. Warum musst du dir später anfangen? Fünferplay? Ja, einmal fünf. Also gut, das ist viel Spaß noch. Ja, warum sitzt ihr im Schatten und in der Sonne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil das Licht hier besser ist wahrscheinlich. Man beachte übrigens hier, der Dirk, das sind ganz harte. Ne? Hier. Hart wie Kruppstahl. Und hier, der Kollege? Ja. Soll ich dir noch Pelzmütze bringen? Ja. Ja, bitte. Das wäre witzig. Ich hab dich auch lieb, Micha. Da haben wir aber hier dann eine Lücke, ne? Soll wahrscheinlich so sein. Ja, soll so sein. Okay. Sieht so aus. Was wird das eigentlich? Das wird eine Eule. Das klingt aber nicht, kannst nicht du eigentlich so die wirklich so. Wo ist denn dein Schnabel? Kann ich eigentlich die Reste sind da. Ach, da unten? Okay. Du weißt ich finde es voll schön, dass ich diese Sets müssen nicht gedirkt werden. Ja, warum denn nicht? Du kannst gerne selbst weitermachen. Ich will dir das ja nicht wegnehmen. Ich habe sie doch hingelegt. Naja, outgesourced. Ich habe outgesourced. An den Einkauf. An den Einkauf. Oh, guck mal, eine Sonnenblume. Oh, in eine Palme. Was hängt denn da dran? Was fällt denn da ab? Du bist überhaupt noch gar nicht fertig. Das ist ja quasi schon in betrügerischer Absicht quasi, ne? Dass, wenn hier Teile da nicht fest sind, sondern einfach nur drauf liegen. Hier, wo wir gerade bei in betrügerischer Absicht sind. Ja gut, das ist ja schlimm. Was? Margo baut eh außer Konkurrenz, das heißt, er zählt gar nicht. Ach so. Ach so. Ich durfte nur als Gast aus dem Einkauf bei diesem Produktentwicklungsbattle dabei sein. Weil du abteilungsfremd bist, zählst du quasi gar nicht. Genau. Damit der Dirk der Erste ist. Und tatsächlich ist es so, dass wir dich ja auch einfach nicht bloßstellen wollen und haben deshalb extra langsam gebaut. Weil wir machen das schließlich jeden Tag. Das ist auch sehr lieb von euch. Ich bin schließlich schon so alt. Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber. Aber. By the way, ich bin der Zweitälteste hier am Tisch, ne? Wollte ich jetzt auch mal so gesagt haben. Damit es nicht immer heißt, guck mal hier, der Kleine, der Junge, gut aussehende, weißt du? Der arme Marco. Guck mal, wer da hinten ist. Der Junge, gut aussehende, der war gut. Ja, der gefehlt hat. Komm. Ja, genau. Jetzt sind sie alle da. Hopp. Also für euch, ihr habt es ja gerade nicht gesehen, der Niklas ist gerade gespawnt im Hintergrund. Genau, im Hick gespawnt. Wie man sich gedrückt hat. Ja, genau. Der Niklas ist im Hintergrund gespawnt. Bitte wieder da. Du bist schon fahr. Heieiei. Aber nur, weil ich ein bisschen Mitleid habe mit denen, die schon fertig sind und die Langeweile haben. Ja. Ich hau jetzt mal einen ganz wichtigen raus. Der ist mir gerade eingefallen, wie ich euch schon unter dem Baum sitzen sehe. Ich kann nicht auf Kopf bauen, pass mal. Das ist irgendwie echt strange. Sitzt ein Elefant auf dem Baum und strickt Autos. Kommt ein Schluck Tee vorbei und sagt, hier ist Angeln verboten. Sagt der Elefant, macht nichts. Ich habe Klingel am Fahrrad. Das ist genau wie mit der Kuh. Wollte ich nur mal kurz. Die Kuh flog über den Wald, ne? Ne, fliegen zwei Kuh über den Ozean. Fällt die eine runter, hat die eine A5 Mark. Mhm. Ja. Und die Kuh flog über den Wald, sagt der Förster auch ein Verbot. Macht ja nichts. Schau einen Badenpuppe auf. Und wie war das mit den sitze zwei Kühen im Keller und stricke Senf? Guck mal, was deine Leute machen. Sag dir, was? Da ist er doch. Weißt du, warum Elefanten rote Augen haben? Hello! Dass sie sich besser im Kirschbaum verstecken können. Hast du schon mal Elefanten im Kirschbaum gesehen? Wir versuchen es nicht, wir haben es sogar geschafft. Wahrscheinlich die letzte Mal, wir stellen im Haus. Das ist voll unrealistisch. Sind wir schon bei dem Niveau? Das ist ein voll unrealistischer Witz. Ein Elefant kann sich gar nicht im Kirschbaum verstecken. Wer sagt denn Kirschbaum? Er? Der ist nicht. Warum? Wo versteckt denn sich sonst so, was man jetzt sagen darf? Man kann ihn einfach rum. Woran erkennst du, dass der Elefant im Kühlschrank war? Oh Gott, jetzt kommt was. Also Spuren in der Butter. Ich habe an Fußspuren in der Butter. Genau. Ach so, an Fußspuren. Und wie kriegst du einen Elefant in den Kühlschrank? Ja, Tür auf. Elefant rein, Tür zu. Das ist alt. Genau. Und wie kriegst du eine Giraffe? Die ist auch sehr alt. Wie kriegst du eine Giraffe in den Kühlschrank? Tür auf, Elefant raus. Giraffe rein, Tür zu. Genau.
König was? Der Löwe als König der Tiere ruft eine Konferenz ein. Alle Tiere. Hat man den Niklas fehlt. Jetzt schon mal gesehen? Niklas? Ich glaube, ja. Hallo Niklas. Die Giraffe, das ist der Niklas. Niklas, so. Der ist im Hintergrund gespawnt, wie Tamara so. Ja, genau. Ja, wir haben hier da übrigens noch eins, also go. Was? Guck mal, das, du kannst es noch schaffen. Du kannst es schaffen, Niklas, los. Ist ja nicht mal auf. Ja, der, hallo, gleiche Bedingungen für alle. Das soll ja nicht so einfach sein. Also, ja, soll ich das aufmachen? Ganz vorsichtig. So wie wir alle. Ja, wir alle mal, ich hab extra darauf geachtet, die Verpackung nicht zu beschädigen. Was hast du denn gemacht, Alter? Naja, es hat ein bisschen Zeit. Ja, naja, wo rohe Kräfte sind, los. Ganz genau. Also der Wiederverkaufswert von der Verpackung. Ja, was heißt denn Wiederverkaufswert? Es hat keiner gesagt, dass das ich das. Das war jetzt gerade ein Albtraum für alle Schachtelsammler. Das war weißt du, ne? Tut mir leid, wenn ich Gefühle verletzt haben soll. Guck mal, dank Marco habe ich es doch noch auf die geschafft. Ja, ja, jo, also. Ja. Wobei, der Frau ist noch nicht drauf. Was ist das hier? Ah, jo, schnell! Zu spät. Ich lasse alles fallen. Ach, die Eule ist. Also. Ach, die hängt. Da fehlt doch. Ich wollte gerade sagen, da ist da nochmal. Ist da so ein Stückchen Schnur dabei oder so vielleicht? Sieht aus, als hängt sie am Galgen. So. Hallo, es ist kein Galgenmännchen. Nein. Ja, das ist ein Vogel. Vogel. Ich wollte eigentlich auf die Augen hinaus. Vogel. Das muss der Vogel sein, der die Eier legt. Schuh. Ja, also dann musst du hier, dann kann ich dann eat this Augen. Das ist auch schön. Mhm. Vor allem hier oben, ne? Also ich glaube ja, dass das nicht Bäume im Hintergrund sind. Ich glaube, das sind original große Bäume und das ist einfach ein verdammt großer Schwan. So, quasi der, das ist so King Swan, weißt du? King Swan, genau. So, der Schwan. Der Uberschwan. Der Uberschwan. Der Uberschwan. Okay, das kann natürlich sein. Mein lieber Schwan ist das. Vielleicht dir, ich weiß es nicht. Das ist wie, alle Teile, die ich brauche. Das ist wie der 2-Zentner-Spatz auf dem Ast. Jeep. 2 Zentner. Niklas, soll ich dir hier mal Platz machen? Möchtest du? Ja, warte. Ich bin ja klein, ich bin ja im Stehen. Ich bin ja, wie ich gehört habe, mittlerweile sowieso nur außer Konkurrenz als Gast hier. Ja. Also, du hast noch Chancen, Niklas. Nein, aber das ist, was ich gerade meinte. Ihr seid im Sitzen so groß, wie ich im Stehen. Also, es ist okay. Kannst ruhig dazu. Meinst du, ne? Oh, jo, du hast es geschafft. Ja. Yay. Tja, dann. Es hat Spaß gemacht. Oh ja. Ich habe 2 Teile zusammengebaut. Sehr gut. Ey, das ist mehr, als ich zusammengebaut habe, ja? Ich Marco hat gebaut. Ja, also so gemeinsam zu bauen macht auf jeden Fall einen Riesenspaß. Ja. Und ich finde auch, das ist auch eine schöne Sache für einen Kindergeburtstag oder für einen AFOP-Geburtstag mal so zwischendurch. Ja, schon. Ja, oder auch als Mitgebsel für einen Kindergeburtstag. Schnell gebaut. Genau. Ja. Vor allem, die gibt es ja auch einzeln. Also wir müssen uns ja nicht hier das ganze Set zulegen, sondern man kann die auch einzeln kaufen. Wenn jetzt zum Beispiel auf dem Kindergeburtstag nur Schwäne da sein sollen, dann kannst du auch nur Schwäne bei uns in den Stores kaufen. Ja, wobei wahrscheinlich in den Stores immer so 1 oder 2 Displays sind. Also 6 Schwäne oder 8 Schwäne auf einmal zu kaufen, wird schwierig. Ja, gut. Muss man schnell sein. Du musst halt in mehreren Stores fahren. Oder du musst, genau, du musst eine Tournee durch Deutschland machen. Du fährst einfach in jeden Challenge, Store und kaufst alles und kaufst alle Schwäne. Ja. Ja, hat Spaß gemacht. Oh ja. Ja, gut, also gewonnen hat der Dirk. Ich war ja nur außer Konkurrenz als Gast dabei. Nein, Quatsch. Du hast gewonnen. Da brauchen wir gar nicht. Also da stinken wir gar nicht gegen an. Das war in einem Tempo hochgezogen. Ja. Gut, ich hatte auch Glück. Mein Set hat 136 Teile, ich glaube, eure hatten teilweise 150. Ich hatte 152, das ist ja schon ein bisschen unfair. 142. 177. Okay, du warst ja auch ganz dicht hinter mir. Ja. 136. Guck mal, und vor allen Dingen, 177. Wie viel da noch übrig bleiben. Ja, gut, aber das ist ja auch fies. Der ist gemein, der war gemein. Also den habe ich gesehen und dachte mir, den nimmst du nicht. Egal wie. Aber es sind ja 5 Leute, 6 Sets, den nimmst du nicht. Wir können die ja auch gerade mal alle. Aber er hat einen freiwillig genommen. Falls wir das wieder aufziehen sollten, anhand deiner Baugeschwindigkeit hätte man dir die Teile ruhig geben können. Ja. Wir können ja mal so einen Contest machen, quasi. Wir alle bauen Vögel und er baut Blausteine. Genau. Das wär's doch. Und der kommt. Der kommt noch. Ja, Verlierer ist eindeutig der Niklas. Ja, ja, hier, aber ne? 2 Teile. Hallo. Ja. 2 Teile. Das ist beeindruckend. Ja, krass, oder? Ich würde sagen, du baust das jetzt noch fertig. Ja. Ich habe jetzt wieder ein Meeting, ich muss leider los. Ja,
Kaffee trinken. Genau. Genau. Du weißt ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's mehr. Wir wünschen viel Spaß beim Bauen. Viel Spaß beim Bauen. Genau. Das war's erstmal aus dem Noppensteingarten. Ciao. Ciao. Der letzte räumt auf. Was? Und nein, ich bin's das, nicht. Das war nicht der Deal. Ja. Ich soll das nur zu Ende bauen. Vergesst es. Freut mich auch. Dirk, komm wieder her, aufbauen. Guck mal, wie er da steht. Wie er da einfach steht. Ja. Jetzt sitze ich hier und fühle sein übrig. Brauche ich halt alleine. Also Leute, das hier ist das Vögelset, Paket aus 6 verschiedenen Vögeln mit Display von Wangi. Hat die Setnummer 1607 bis Setnummer 1612, also die einzelnen Vögel. Die haben ca. 150 Teile, so um den Dreh. Kosten bei uns online 29,95 €, da kriegt ihr sie als 6er-Pack. Und bei uns in den Stores kriegt ihr sie einzeln für 5,95 €. Und die sind ungefähr so 11 x 11 cm x 14. Das variiert ein bisschen je nach Modell. Und enthalten ist ein V, eine Eule, ein Schwan, ein Tukan, ein Papagei und ein Specht. Und die sind alle so entspannt zu bauen. Okay. Guck mal, was ich jetzt. Ruhe, wir sind hier. Das ist Professionalität, bitte. Ne? Wir machen heute ein ornithologisches Video. Ja? Also, es geht heute um Ornits. Also, mit anderen Worten, es wird um Vögel. Es geht um Vögel. Ja. Viel Produktentwickler und.